Kein Licht. Gar nichts. Das Rätsel von Kashiwa hier in der Nordbucht ist wohl doch schwieriger als gedacht. Aber was muss ich denn dann tun? Ich war mir relativ sicher, dass ich irgendetwas um 17 Uhr hier sehen würde. Moment, was ist das? Stimmt, vielleicht müssen wir eine Sonnenuhr lesen. Oder Kashiwa? Zeigt Kashiwa an, wo der Schatz ist? Ziemlich schwer. Ich komme momentan nicht drauf. Lass uns das nochmal lesen hier. Die Worte des Helden werden dir zuteil. Die Verheerung abzuwehren, kehre ich einst wieder. Heißt ja nur, ich komme wieder. Ist ja auch geschehen. Das Meer so blau, die Klippe steil, weisen zum Schatz, den zur Zeit der 17 ich dort legte nieder. Die zur Zeit der 17. Ja, damit kann doch nur 17 Uhr gemeint sein. Aber es ist nichts geschehen. Mir wurde nichts angezeigt. Weder im Wasser noch am Himmel. Ich hab keine Ahnung. Können wir auf der Karte vielleicht irgendwas erkennen? Vielleicht lässt sich auch eine 17 irgendwo im Wasser sehen? Nee. Nee, das ist Quatsch. Aber ich bin mir fast sicher, dass der sich irgendwo hier auch befindet, der Schatz. Ja gut, wenn es keine Ingame-Zeit ist und auch keine Sonnenuhr, dann vielleicht irgendwas mit dem Kompass. Da vorne ist Norden, das wäre dann 12 Uhr. Hier hinten ist 6 Uhr. Und da ist 5 Uhr. Ich weiß es nicht, Mann. Moment, was ist das da? Ach, ist auch nur ein Stein. Wobei, da ist doch was. Da ist die Truhe, ich sehe sie. Oder ist das der Schatz? Also da ist auf jeden Fall etwas. Aber ob das der Schatz ist, den wir suchen, keine Ahnung. Schnell öffnen. Goldener Rubin. 300 Rubine wert. Seine goldene Pracht löst eine unkontrollierbare Ausschüttung von Glückshormonen in dir aus. Ja, durchaus. Das ist viel Geld. Und das war tatsächlich mein Schatz, den ich hier vor 100 Jahren versteckt hatte. Moment, war das jetzt sogar richtig mit diesen 5 Uhr? Könnte sein, oder? Entweder das war jetzt der größte Zufall der Welt oder das stimmte. Ja, man muss ja so sein, oder? Weil hier ist ja Norden. Demnach ist da 12 Uhr gewesen. Ja. Also es macht schon Sinn. Ich denke, dass das das Rätsels Lösung ist. Falls nein, dann ist es mir auch egal. Ich habe auf jeden Fall den Schatz gefunden und das ist das Einzige, was mich interessiert. Yeah. Und damit willkommen zurück bei Let's Play The Legend of Zelda Breath of the Wild. Aber das Beste wird sein, ich setze hier einen Cut, denn wieder zurück zum Strand zu kommen, kann durchaus ein bisschen dauern. Außerdem hoffe ich, dass ich mir jetzt diesen Grog hier holen kann. Im letzten Part habe ich mir das ein bisschen versaut, weil ich den Stein weggeschmissen habe. Hoffentlich ist der inzwischen respawned. Wir werden es gleich sehen. Mich interessiert aber noch, was Kashiwa zu diesem Fund sagt. Wie bitte? Der Schatz des Helden war nur ein einziger goldener Rubin? Ja. Er mag ein Held gewesen sein, aber reich war er wohl nicht. Naja, ist trotzdem ein ganz nettes Sümmchen. Ja, jetzt wo du es sagst, ich habe mich zwar erst gefreut, aber wenn man so drüber nachdenkt, nur 300 Rubine? Schon ein bisschen lame. Mann, Link, Pleitegeier aktiv oder was? Dieser Moment, wenn man von seinem eigenen Schatz enttäuscht ist, das kriegt auch nur Link hin. Naja, und weil ich es gerade sehe, und ihr es wahrscheinlich auch sehen könnt, es gibt da mal wieder was zu kritisieren. Etwas Kurioses. Seht ihr das? Ich bewege mich nach vorne und es tauchen reihenweise Gräser und Kleeblätter auf. Wenn ich mich zurückbewege, verschwinden die wieder. Was zum Teufel? Das muss irgendeine Methode von Nintendo sein, ja,
halt die Performance hochzuschrauben, damit nicht so viel gleichzeitig geladen werden muss. Sieht aber total dumm aus. Ja, wenn das weiter weg wäre oder so, dann wäre es ja nicht so auffällig. Aber es geschieht leider in unmittelbarer Nähe. Daher finde ich das ein bisschen strange anzuschauen. Ja, kurios auf jeden Fall. Wir loben ja so viel. Da muss auch mal wieder ein bisschen Kritik erlaubt sein. So, und den Croggy, den habe ich jetzt. Der Stein war übrigens nicht da, aber ich habe einfach den Spielstand abgespeichert und geladen und dann hat das gepasst. Warum ist es hier auf einmal so hell? Hä? Hä? Ist das die Sonne? Oh, ja, doch, das ist die Sonne. Die geht schon hier um 3.20 Uhr auf. Alles klar. Es hat zwischenzeitlich auch geregnet. Ich habe die Zeit dann genutzt und Amiibo gescannt, was eine sehr, sehr gute Idee war, denn seht mal her, was ich gefunden habe. In einer Amiibo-Truhe. Nämlich in der von, na, wie ist er noch gleich? Ocarina of Time Link. Die Zeitmütze. Sprich, die Mütze vom OOT-Link. Damit fehlt mir jetzt nur noch seine Hose und dann ist auch dieses Set komplett. Nice! Und dort vorne sehe ich schon den nächsten Krog. Ein Steinchenrätsel im Wasser. Krebse! Die gerade noch am Pennen waren. Und ich tauche auf und klau sie und finde dann auch noch eine Maxi-Muschel. Eine neue Art von Muschel. Diese Muschel findet sich zuhauf an sandigen Stränden. Ihr eiweißreiches Fleisch stärkt deinen Körper und füllt deine Herzen über das Maximum hinaus auf. Was ein Zufall. Ich habe heute auch Miesmuscheln gegessen. Nur, dass meine schon 4 Tage abgelaufen waren. Kein Scherz. Aber ich fand es zu schade zum Wegschmeißen. Ich habe es trotzdem gegessen. Ich weiß nicht, ob das eine dumme Idee war. Wahrscheinlich war es eine dumme Idee, ja. Weil gerade bei Fisch, Fleisch und Meeresfrüchte musst du halt schon aufpassen. Hey, diese Fische habe ich noch nie gesehen. Das sind doch tropische Fische. Kennen wir aber trotzdem schon. Schwertschnapper, wie er sich in Szene setzt. Ja, ich habe auf jeden Fall Schiss, dass ich jetzt seit morgen mit übelsten Bauchschmerzen aufstehen werde und so. Aber ich weiß nicht, ich bin immer so. Ich kann einfach kein Essen wegschmeißen. Vor allem nicht, wenn es halt klar meine Schuld ist. Hä? Ist der blöd? Ist der dumm! Dieser trottelige Schleimi wollte mich treffen und springt in die Hölle runter. Selbst schuld. Ich baue mir hier erstmal eine Brücke, weil anders kriege ich das niemals gebacken. Ja, auf jeden Fall. Ich kann einfach sowas nicht wegschmeißen. Nur sehr, sehr schwer. Und da habe ich mich dazu entschieden, es doch noch zu essen, weil es hat normal geschmeckt. Oh, oh, wow, Bowling-Style. Ich wollte das Ding eigentlich nur dort oben ablegen. Aber so geht's natürlich auch. Nice, Mann. Jetzt schnell weg hier. Diese dicken Schleimis haben es auf mich abgesehen. Weißt du was? Damit wir schneller vorankommen, würde ich sagen, nehme ich mal einen Spurttrunk zu mir. So, das beschleunigt dann die Erkundung. Und wir können auch diese beiden Stempel wegnehmen. Einmal das da und einmal das da. Jetzt erreichen wir auch endlich offiziell den Hateno-Strand. Ja, das davor war ja nur, ja, Ufer, mit ziemlich vielen Felsen und wenig Sand. Ja, und jetzt ändert sich das. Hübscher Strand, da kriegt man doch direkt Bock, sich hinzulegen und einfach zu entspannen. Aber wir haben keine Zeit. Wir müssen zu diesem Schrein dort vorne. Und ich habe mir auch eine Höhle hier markiert, weil wir waren ja schon mal am Hateno-Strand, um eine Sidequest zu erfüllen. Damals ging es um Schafe, die wir vor Monstern retten mussten. Deswegen werde ich auch das Gegnerlager, das irgendwo dort vorne sein muss, ja da, nicht nochmal ausrotten, weil wir das ja schon mal getan haben. Ist somit nicht notwendig. Oh, ich höre irgendein tropisches Tier. Übrigens, habe ich diese Möwen eigentlich schon fotografiert? Die überall rumfliegen. Kann mich nicht dran erinnern. Vor allem da vorne, Alter, was zum Teufel, wie viele da sind. Ja. Aber so weit kann ich nicht ranzoomen. Es hat leider nur eine Billigkamera.
Immerhin die Maximuschel habe ich jetzt. So, ja, nehmen wir gleich mal mit. Soll es ja zuhauf geben. Ich habe sie jetzt hier zum ersten Mal gesehen, aber gut. Da oben wächst eine Palmfrucht an der Palme, logischerweise. Na, wobei, nicht an jeder Palme wächst was. Nur an manchen. Und ich glaube, diese Früchte sind ganz gut. Ne? Kann man ordentlich was mit kochen. Ja, okay. Aber wir sind ja auch auf der Suche nach Crocs. Hier am Hateno-Strand und natürlich auch nach dem Floß, das wir benötigen, um zum Schrein zu kommen. Ich weiß nicht, wo es ist. Aber es müsste irgendwo da am Ufer sein. Wahrscheinlich in der Nähe der Gegner, oder? Und die Höhle, die ich mir da markiert habe, die habe ich offcam gesehen, nachdem ich diese Sidequest abgeschlossen hatte und den Part beendet hatte. Ich bin noch nicht reingegangen, aber die sah interessant aus. Deswegen habe ich sie mit einer Truhe oder mit irgendwas anderem markiert gehabt. Weil ich mir dachte, das machen wir dann gemeinsam, wenn es soweit ist. Wahrscheinlich ist da gar nicht mal so was Besonderes. Ich vermute jetzt einfach mal Leuchtsteine oder so. Aber man darf ja hoffen, vielleicht finden wir auch irgendeine krasse Waffe. Ich weiß es nicht. Wie weit ist denn das eigentlich noch bis dahin? Ah, da ist es, siehst du? Da habe ich es mir markiert gehabt. Okay. Und das da oben ist das Hateno-Institut, oder? Doch, doch, glaub schon. Gegnerlager, wie gesagt, meiden, das kennen wir ja schon. Wobei, ich habe mich hier halt noch nicht nach Crocs umgesehen, ne? Irgendwie finde ich wieder keine, das beunruhigt mich. Ich kann mir nicht vorstellen, dass hier am Strand einfach keine sind. Gut, der letzte ist da hinten gewesen, aber gerade hier in der Passage. Da bei den Felsen vielleicht. War ich da? Ja, ich gehe jetzt nicht nochmal zurück. Wenn ich was verpasst habe, dann reiche ich das einfach irgendwann später nach. Vielleicht befinden sie sich auch random unter irgendwelchen Steinen. Das wäre natürlich blöd, aber... Joa. Andererseits auch typisch. Und da ist das Floß! Ich hab's gefunden! Was ist das? Seltsam angeordnete Steine, die auch irgendwas verbergen könnten. Ja, könnten. Aber schauen wir doch erstmal in die Höhle rein, die ich markiert habe. Und ich sehe gerade, da ist eine Opfergabe. Und es wird eine Palmfrucht verlangt. Ja, wie gut, dass ich welche gesammelt habe. Damit können wir das auf jeden Fall machen. Und diesen Croggy hier an uns nehmen. Genau. So muss das. Ist es eigentlich weit bis zu diesen Inseln da? Ja, doch, schon. Ich würde sagen, die erkunden wir ein anderes Mal. Jetzt geht's zum Schrein. Habe ich euch ja auch versprochen und ich habe selber Bock drauf, also... Let's go. Aber erstmal schnappe ich mir die Früchte. Moment, mir fällt gerade ein, ich habe ja gar keinen Fächer. Oh no! Was mache ich jetzt? Hier muss es irgendwo einen geben. War jedenfalls bislang immer so. Da vorne ist eine Truhe. Da könnte einer drin sein. Wäre zwar ein bisschen weird, den unter Wasser zu finden, aber... Möglich ist alles. Na, komm her. Mensch. Nö. Nicht reinfallen. Und? Wie schaut's aus? Ist das ein Fächer? Ansonsten gucke ich halt, dass ich irgendwelche Bäume abhacke. Vielleicht spawnt einer, wenn ich die Palmen abschlage. Ja, das kann gut sein. Währenddessen kann es auch nicht schaden, den ein oder anderen Stein hochzuheben. Gerade Bernstein und Opal brauchen wir. Um die Gewänder aus den alten Abenteuern abzugraden. Da werden ja Edelsteine neben Sternschnuppen für verlangt.
Da ist jetzt nur eine Route gespawnt. Ich mach mal so weiter und such den Fächer off-cam. Will euch jetzt eigentlich damit nicht aufhalten. Moment kurz, vielleicht schaffe ich es noch, die Möwe zu fotografieren, die hier irgendwo herumschwirrt. Möwe, Möwe! Ja, das sind mehrere. Komm, das kriegen wir hin. Ja, 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 ja! Seemöwe? Perfekt. Und weil ich es gerade sehe, noch ein Krog. Krogblume. Oh cool, Korallenriffe. Gibt's auch in dem Spiel? Nice. Es ist zwar nur ein kleines, aber vielleicht finden wir ja irgendwo so eine Art Great Barrier Reef. Wie episch wäre das denn? Ihr wisst, ich bin absoluter Fan von Unterwasserwelten. Muss auch endlich einen Tauchschein machen. Schnorcheln ist ja geil, aber Tauchen ist natürlich nochmal was ganz anderes. Ich denke, nach dem Umzug werde ich dann die Zeit haben und in einem der kommenden Urlaube dann tauchen und natürlich auch ein Video von machen. Oh, da ist noch eine Truhe. Was ist das für eine Frechheit? Wer verschmutzt denn dieses Korallenriff? Mann! Sind ganz empfindlich. Und dann auch noch mit Geld. Aua. Immer noch kein Fächer, Alter. Was zum Teufel? Da! Ja gut, komm, dann brauche ich gar nicht mal schneiden. War doch bestimmt schön mit anzusehen, wie ich die ganzen Palmen abhacke, oder? Oder besser gesagt, wegsprenge. Es hat sich aber gelohnt. So kommt man extrem einfach an die ganzen Palmfrüchte ran. So, was ich aber machen werde, ist die Floßfahrt beschleunigen. Und mit welcher Musik? Natürlich mit der Wind Waker Musik. Viel Spaß! Und da wären wir! Hat eigentlich gar nicht mal so lange gedauert, aber ich will ja Zeit sparen, wo es geht. Shazuketa-Schrein ist da am Start und wusste ich doch, dass da hinten auch noch irgendwas sein muss. Okay. Ein Krog spawnt dort. Wenig Zeit, um ihn zu erreichen, aber mit den Eissäulen sollten wir es packen. Ja, ja, passt schon. Den schnappen wir uns noch und dann geht's rein in den Schrein, würde ich sagen, was? Das hier ist, glaube ich, offiziell die Hateno-Insel. Oh, Octorok-Auge. Sowas haben wir auch noch nie bekommen. Diese Zutat gewinnt man nur von einem Octorok. Man kann Medizin daraus herstellen oder es verkaufen, doch es soll sich auch anderweitig verwenden lassen. So, so. Lohnt sich also doch, diese Viecher abzuballern. Dort vorne treibt noch eine Holztruhe im Wasser. Na gut, dann hole ich mir auch die noch. Wie ausgerechnet die Säule, auf der ich stehe, zerbrechen musste, ne? Och Mensch. Und einen Fisch habe ich mir auch noch geangelt. Ja, was ist das für ein Leid? Gibt noch mehr Inseln hier? Ich weiß nicht, können wir die schon sehen? Nee. Die sind im unbekannten Gebiet. Ja, freue mich natürlich auch, den Rest hier zu erkunden. Ich mag ja Segeln, Inseln und Karibik-Flair und das Ganze, wisst ihr. Aber natürlich nicht ohne die Karte.
Daher werde ich mich jetzt erstmal mit diesem Schrein hier begnügen. Welche Aufgabe mich wohl erwartet? Eine Kraftprobe, schwierig! Oh mein Gott, das hatten wir noch nie. Bin ich mit meinen wenigen Herzen wirklich bereit dafür? Und warum zum Teufel ist Mifas Gebet hier nicht verfügbar? Oh, ernsthaft? Shit, wie viele Feen habe ich? Eine! Ja, toll. Ich werde es probieren, Leute. Ich werde es probieren. Ich befürchte aber, dass das nicht einfach werden wird. Und ich werde mir auch einen Krafttrunk gönnen. Ja, ich habe sogar einen auf Level 2 für 6 Minuten. Das sollte doch passen, oder? Trinken. Okay, Waffe und Schild. Das Schild zerbricht ohnehin gleich. Dann nehmen wir doch das, ja. Weiß auch nicht, das Sora-Schild nehmen wir mal. Oder vielleicht doch Wächter? Wächter, ja. Elektropfeile sind immer ganz gut gegen diese Monster. Die Lanze wäre eine Option, dann muss ich nicht so nah an ihn ran, aber die Wächter-Axt Plus sollte gegen diesen Gegner ja enorm im Vorteil sein. Ja, ich werde es mal so probieren. Aber ist das jetzt ein Nano-Wächter 4.0 oder was? Bin gespannt. Und wie äußert sich die zusätzliche Stärke? Indem er 3 Waffen benutzt. Und kein einziges Schutzschild. Das heißt, er geht voll drauf. Und ja, er heißt Nanowächter 4.0. Oh my goodness. Ich werde vielleicht sogar versuchen, mit dem Stasis Plus zu agieren. Das haben wir bis jetzt noch gar nicht benutzt. Dabei soll das ja so ein bisschen overpowered sein. Kann ich das gegen ihn benutzen? Ja, kann ich. Er ist kurz gestunt. Und wir können zuschlagen. Oh ja. Das hat zwar jetzt nicht unglaublich viel Schaden. Ach doch! Doch, der Schaden ist eigentlich nicht schlecht. Es braucht jetzt aber wieder sehr, sehr lange, bis es sich auflädt. Moment, kommt er jetzt angerast? Ja. Er hat die falsche Säule getroffen. Okay, dann stunne ich ihn nochmal mit Elektrizität und hau ihm die scheiß Wächteraxt um die Ohren. Wir haben ja zum Glück genug Zeit. 6 Minuten. Ist mein Angriff geboostet? Das wird sich doch wohl nutzen lassen. Zack, boom, Alter. Und was macht er jetzt? Ach, er will nochmal angerannt kommen. Okay, soll er machen. Dann lade ich hier meine Waffe auf und hau sie dir um die Ohren. Boom. Boah, war das krass. Aber jetzt habe ich überhaupt keine Ausdauer mehr. Schnell stunnen. Das läuft gut. Allerdings ist die Wächterachse gleich kaputt. Stasis Plus. So, dann hau ich sie ihm um die Ohren. Zack! Und jetzt gibt's noch... Was haben wir noch Starkes da? Ritter Zweihänder. Auf die Fresse! Da ist er weg. Nur noch 1290 Leben. Also, wir sind echt gut dabei. Allerdings wird er jetzt auch ausrasten. Und wir dürfen nicht vergessen, der Nanowächter 3.0 ist am Ende nochmal richtig abgegangen mit seinem Laser. Ich nehme mal an, diese Version hier wird auch noch die eine oder andere Überraschung für mich parat haben. Also, durch bin ich hier noch lange nicht und das war jetzt... Das wurde mir fast zum Verhängnis, aber wir haben sogar den Konter aktivieren können. Ausweichkonter am Start und dann hau ich dir das um die Ohren. Weißt du was? Ich glaube, ich nehme jetzt sogar mal das Elektroschwert, dann kann ich dich nämlich mit meiner Waffe schön stunnen. Und du wirst nicht deinen Laser auspacken! Oh nein! Was? Wieso hat das jetzt gerade überhaupt nicht funktioniert, ihn zu paralysieren? Dann machen wir es halt mit dem Pfeil und Bogen wieder. Und, nein, ich will jetzt Waffe wechseln. Ja, genau. Eislanze nehme ich mir kurz. Und den Elektrostab. Wenn ich halt treffen würde, ne? Okay, er ist wieder gestunt. Leunenschwert. Aufladen! Und... Ja, Mann. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Jetzt rastet er aus. Kann ich ihn irgendwie stunnen? Oh no, ich kann diese Attacke nicht abbrechen. Außer mit Stasis Plus, aber dann müssen wir ihn jetzt auch vernichten, sonst bin ich erledigt. Gut, ich habe eine Fee. Was mache ich jetzt?
Ich kann eigentlich nur noch voll draufhauen, ne? Aber er hat noch über 300 Leben. Ob wir das hinkriegen? Ich weiß nicht. Oh! Wegspringen, wegspringen, wegspringen! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Er hat mich nicht gekillt! Stasis, Stasis, Stasis! Irgendwie ist deine Verteidigung um einiges angestiegen, habe ich das Gefühl. Friss das! Oh yes! Wow, was für ein intensiver Fight. Zwar nicht annähernd so schwer wie gegen einen Leunen, aber doch ziemlich hart, der Gegner. Und wir kriegen geile Waffen von ihm. Boah, jetzt bin ich auf die Stärke gespannt. Wächterschwert plus plus. Ist wohl die stärkste Version, oder? Dann natürlich noch die Wächter-Axt plus plus. Und Wächterlanze plus plus. Wir haben es also tatsächlich geschafft mit so wenig Leben. Gut, ich hatte, wie gesagt, auch den doppelten Angriffsboost. Das muss man natürlich auch noch mit einberechnen. Und schon ganz schön heftig. So, Wächterlanze hat nur Stärke 20. Da ist sogar meine Lichtschuppenlanze besser. Aber das ist ja auch irgendeine Spezialwaffe anscheinend. Und die zweitbeste Lanze wird dann wohl diese hier sein. Und das Schwert hat immerhin Stärke 40, das ist für so ein kleines Schnibbelmesser schon nice. Eine extrem verstärkte Version des Wächterschwerts, das auch dicke Panzerungen durchdringen kann. Um diese Wucht aufzubringen, ist es auch erheblich größer. Oh, wirklich? Oh ja. Oh ja, du hast recht, es sah jetzt auf dem Bild gar nicht so aus, aber stimmt. Dieses Ding hier ist auch ein Monster. Stärke 60. Dank antiker Technologie verfügt diese verstärkte Wächteraxt über eine Schneidekraft, die man bei Metallklingen vergebens sucht. Wow. Heißt im Klartext, das Ding ist übertrieben heftig. Ich muss aber was wegschmeißen. Ja, komm, dann hauen wir den Meteorstab weg. Der ist sowieso schon so gut wie am Arsch. Den haben wir auch ewig lange schon bei uns. Daher musste er langsam gehen. Einen Reaktorkern hat er auch noch gedroppt. Also das hier hat sich auf jeden Fall gelohnt. War eine interessante Erfahrung, gegen den zu kämpfen. Gegen Ende beim Laser muss man halt wirklich aufpassen, weil mit Sicherheit hätte der mich gewone-hittet. Und er schießt ja sogar mehrfach. Also kann mich da eventuell auch die Fee nicht retten. Aber wir haben es gepackt und kriegen jetzt endlich die Kletterhandschuhe. Deswegen sind wir ja hergekommen. Die speziell gearbeiteten Fingerspitzen erlauben kraftsparendes Klettern, ohne abzurutschen. Wie jetzt? Bringt es doch was gegen Regen? Ich habe jetzt aber letztens gelesen, dass es nicht hilft. Hä? Naja, werden wir schon rausfinden. Jetzt gibt's erstmal ein weiteres Zeichen der Bewährung. Und zum Abschluss dieses, hoffentlich nicht nur meiner Meinung nach, wundervollen Parts, präsentiere ich euch noch diesen Krog, den wir leider hier am Platz der Ranellstraße übersehen haben. Und wir probieren gleich mal unsere neuen Hang... What the fuck? Okay, das war jetzt nicht geplant. Ist das Nydra? Tatsächlich. Na gut, dann kann ich dich gleich mal fotografieren. Fliegt er da einfach mal lang. Deswegen auch die mystische Musik. Ich habe mich schon gewundert. Cool, ey. Ja. Aber wir haben leider gesehen, auch das komplette Set hilft nicht bei Regen. Man rutscht trotzdem ab. Dennoch, wir sind deutlich schneller beim Klettern und das wird uns beim Rest unseres Abenteuers sehr weiterhelfen. Ich hoffe, ihr verpasst nicht die nächste Folge. Bis dann und ciao.